Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Kinder, kriegt er hin? Ja? War Marcella nicht göttlich? Ach, wie schön. Sind Leute denn da eigentlich? Ja, kann ich mal ein bisschen Licht bekommen? Ist das möglich, dass wir einmal gucken können? Dass wir mal alle sehen können, inspizieren können? Oh. Ja! Oh, wow! Das ist ja Wahnsinn. Ist das schön. Ein tolles Experiment und ein ganz toller, besonderer Abend. Erstens sind viele Freunde da, viele Familie, aber für Peter ist es auch ein krasser Abend. Das kann man ja wirklich sagen. Du hast ja seit dem Ende von Rosenstolz die Bühnen gemieden und jetzt ist das ist deine Premiere quasi wieder. Wie fühlst du dich? Na, ich spiele kein Klavier, singe nicht. Ich sitze neben zwei sehr attraktiven Männern und habe das beste Publikum der Welt, also mir geht's gut. Schön. Ich habe mich gefragt, in eurer langjährigen Zusammenarbeit, wir sind ja heute hier, weil wir Kudamm 59 den Soundtrack hören, habt ihr so Codewörter, wo ihr wisst, okay, in einem Streit, wenn der das sagt, dann ist das wirklich ernst und dann gehen wir uns mal aus dem Weg jetzt. Wie ist eure Streitkultur? Die hat keine Grenzen. Nee, wenn wir uns streiten, ist immer nicht aufzuholen, zu halten. Dann, ja, auch nicht aufzuholen. Nee, wir wären so schlimm, wir brauchen auch, also Codewörter würden nicht helfen, ne? Das klingt auch so eklig. Codewörter, also nicht Codewörter. Ja, Codewörter. Das kommt aus dem SM, Ulf. I know. Nee, so, wir haben keine Grenzen. Ich finde aber eigentlich, das ist eine super Idee, das sollten wir mal einführen. Codewörter oder Codewörter? Einführen? So, Liebe, Sex, Tod, der Podcast. Wir sind das, war der Sex, das war die Sexabteilung. Also das Thema Sex haben wir jetzt hinter uns. Ja. Ja. Ach, wollen wir zum Wesentlichen kommen. Es ist ja wirklich, ich glaube, alle, die da sind, die haben sicherlich auch die Musicals gesehen. Kudamm 56, Romeo und Julia, die zwei Schöpfer sitzen neben mir. Und jetzt Kudamm 59, muss man sagen, eine ZDF-Serie, die Riesenerfolg gehabt hat. Annette Hess hat das Drehbuch geschrieben. Wann war da klar, dass es 59 auch geben wird? Ehrlich gesagt wissen wir das nicht richtig, Peter. Ne? Also das war so, das hat sich so reingeschlichen. Es war auch ein bisschen so, uns fiel nichts anderes ein. das ist die Wahrheit. Also wir wollen ja transparent sein. Nein, eigentlich haben wir gesagt, wir machen das nicht. Also bei der Premiere von 56 haben wir gesagt, es kommt nicht in die Tüte. Und ja, und dann war es eigentlich so wie immer mit Annette Hess. Wir haben so viel drüber geredet, dass wir auf einmal schon dabei waren, es zu machen. Mhm. Und ganz ehrlich, tatsächlich, das ist die Wahrheit, dass wir hatten gar keinen Auftrag dafür. Wir haben es einfach gemacht. Ja, und das ist draus geworden. So war es auch schon bei 56. Das ist das Tolle an Annette, die ist da genauso verrückt wie wir. Wir glauben immer, wenn du ewig wartest, bis die Mahlen der Bürokratie, sagt man das so? Mhm. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Mühlen. Die Mühlen, die Mahlen. Ja. Ich wollte mal gucken, ob du zuhörst. Die Mühlen mahlen langsam. Oder ob du nur gut aussiehst. Ja, heute fällt es auf. Es kann nichts. Nee, also wir fingen dann einfach an und hatten so viel Freude dran. Und du weißt, dass wir eine Gästin haben, ne? Das weiß ich. Ich weiß auch, wann die kommen sollen. Noch nicht. Ah, nee, noch nicht. Das hat eine Dramaturgie, Peter. Ja, aber ja, ich freue mich schon so. Ich wollte nur Annette Hess, die nicht da ist leider heute, aber eine der oder vielleicht die beste Drehbuchautorin Deutschlands. Also wirklich deutsches Haus, was sie auch gerade gemacht hat. Applaus für Annette Hess. Und ich liebe, vielleicht könnt ihr nochmal die Geschichte erzählen, weil es vielleicht nicht alle mitbekommen haben, aber das erste Treffen zwischen euch beiden und Annette Hess, als sie euch klargemacht hat, sie liebt Musicals. Könnt ihr das nochmal, die Geschichte nochmal erzählen und wie das dann zum Kudamm 56 gekommen ist? Also ich fange an und dann übernimmt Ulf. Mhm. Das Schönste daran war eigentlich, dass, also uns wurde von Annette Hess und
Die ist so schwierig. Die ist so schwierig und so eine anstrengende Frau. Und gleichzeitig wurde Annette vor Ulf und Peter gewarnt. Oh, die sind so zickig. Das sind so zwei alte Schwulenzicken. Ja. Und alles stimmt. Ja. Nee, und das Ding ist aber, dass Annette war sehr still. Ich dachte, die mag uns gar nicht. Und immer wenn jemand so still ist, dann hat man so das Gefühl, dass derjenige sehr klug ist. Und sie schaute uns so an und ich dachte, das wird nichts. Also wir haben danach auch gesagt, das war's. Und Annette meinte aber, wieso, habt ihr nicht gleich gemerkt, dass ich mich verliebt habe in euch? Also es war wirklich eigenartig. Vor allem wollte ich noch mal kurz ihre Einstellung zu Musicals per se sagen. Ach so, ja, sie meinte, dass sie auch keine Musicals mag, also dass sie keine Musicals mag. Und dann meinten wir, naja, aber es gibt doch ganz verschiedene und wir könnten doch mal nach London fliegen und uns Musicals angucken. Ich fliege kein Flugzeug. Und so sind wir auseinandergegangen. Ja, genau. Also eigentlich, dass sie Musicals doof findet, nicht fliegt und das war's. Und dann kam aber wirklich so, sie hat sich ins Flugzeug gesetzt, glaube ich. Nee, sie hat einen Flugangst, Anti-Angst-Kurs gemacht, glaube ich. Das heißt Therapie. So Flug-Anti-Angst-Kurs? Ja. So, um da mal reinzugrätschen. Neben mir stehen ganz viele, es steht so eine Box mit ganz vielen Fragen drin, die ihr uns stellen habt können. Und da ziehe ich jetzt einfach mal wild eine raus. Wow, das ist gar nicht eine lange Frage. Klein die Frage. Wir lieben euer Spiel mit zweideutigen Textpassagen. Gibt es unter euch ein Battle, wer die beste einbringt? Woher? Was? Woher kommen immer diese passenden Zeilen? Woher die Zweideutigkeit? Sexuelle Zweideutigkeit? Ja, vermutlich. Euer Spiel damit. Ja, verrat mal dein Codewort. Honig. Ja, nachher kommt ein Lied, das heißt Honig, darauf freue ich mich schon. Das ist eins meiner Lieblingslieder, und zwar von Eva gesungen. Kann man schon denken, worum es geht. Ich hab den Honig, du willst den Honig. Das ist, schön. Von wem kam die Idee? Für Honig zum Beispiel. Ich habe nicht die Spur, eine Ahnung. Ich glaube, das war... Joshi? Nee, ich weiß es nicht. Nee, also das Schöne ist, dass wir nach all den Jahren auch wirklich immer gar nicht mehr wissen, von wem welche Idee kam. Ja. Aber die Zweideutigkeit war ja auch schon bei Rosenstolz in den Texten immer drin. Ne? Also das ist ja schon... Naja, da war es jetzt ziemlich eindeutig. Ne? Ja, ja. Wow. Den ganz zwanghaften Nymphoman. Das waren alles biografische Texte. Schön. Schön. Warum willst du da nicht näher drauf eingehen? Ja, ich frag doch mal wirklich die tiefen Sachen. Die tiefen Sachen, ja. Lasst uns zu einem Spiel übergehen. Ein Spiel, auch schön. Ich habe, und das ist wahnsinnig eindeutig, es muss eindeutig sein, ansonsten funktioniert es nicht. Das Spiel habe ich mir ausgedacht, das heißt Peter und Ulf. Der Name lässt ein bisschen darauf Schlussfolgern, was es damit zu tun hat. Ich sage jetzt immer eine Aussage und ihr müsst dann direkt danach, ohne zu überlegen, sagen, auf wen es mehr zutrifft. Also wenn er sagt, ne, deshalb Peter und Ulf, also das Spiel. Wer bewahrt in der Hektik die größte Ruhe? Keiner. Ich habe das vielleicht falsch erklärt. Also ihr müsst Peter oder Ulf. Aber wir sind beide so hysterisch, also das ist, also keiner. Keiner, wirklich keiner. Wer ist der größte ABBA-Fan? Oh, wir beide. Gleichstand. Ihr habt das Spiel verstanden. Ja, nein, aber das ist, ich glaube wirklich, dass wir beide hysterische ABBA-Fans sind. Schön. Das ist so ein bisschen Markus Lanz-mäßig. Ich liebe es, wenn du dir Spiele ausdenkst. Ja, oder? Hallo Markus, wer erwische ich dich heute? Ja. So, der Podcast heißt Liebe, Sex, Tod. Mhm. Wer strengt dich beim Sex mehr an? Ich erinnere mich nicht. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich muss mich jetzt, glaube ich, mehr anstrengen, weil ich bin Single. Und das ist ja immer so ein Performance-Zwang. Aber wie wir in der letzten Folge von Liebe, Sex, Tod erfahren haben, bist du aktuell nicht sexualisiert, wie du gesagt hast. Ich hatte Freitag Sex. Applaus! Na ja, muss man ja, ist ja was.
Wir sind ja sexpositiv, also wir sind ja, ja so, dass wir darüber auch reden. Also ich hatte endlich mal wieder Sex, ja. Also ich bin wieder sexualisiert. Und hattet ihr ein Codewort? Also so lang ging der auch gar nicht, dass ich das brauchte. Das ist so. So, jetzt bin ich auf die nächste Frage bin ich sehr gespannt. Wer kann den anderen besser ausreden lassen? Peter. Ja, würde ich auch sagen. Das haben uns 30 Folgen Liebessextod wirklich gelehrt. So. Letzte Frage, wer hat mehr Ahnung von gutem Wein? Peter. Also zumindest trinke ich mehr. Ich finde es schön, Peter, dass du von diesen 5 Fragen keinen einzigen Namen gesagt hast. machen wir seriös weiter. Wir haben eine Gästin. Peter, die ist noch nicht dran. Willst du sie jetzt schon reinholen? Nee, du bist ein bisschen hektisch, Peter. Ich freue mich schon so auf unsere Gästin. Na komm, dann wollen wir sie reinlassen. Wollt ihr denn nicht auch, dass unsere Gästin kommt? Also, kann ich mal... Ich möchte noch mal was davor sagen. Und zwar nämlich genau auf dieser Bühne hier, vor einer Stunde, gab es den ersten Durchlauf von Die Amme. Also... Und Peter und ich durften zuschauen. Es ist der Wahnsinn. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin so stolz drauf. Aber Juli wollte sie anmoderieren. Ach so. Ich wollte sie anmoderieren. Mal sehen, ob du das schlagen kannst jetzt. Beat it. Nein, du hast es mir schon vorweggenommen. Also es ist wirklich ein Vergnügen, so dir auf der Bühne zu begrüßen. Es ist... am 23. März soweit, dann führt sie ihr einmal. Es ist nur eine einmalige Aufführung. Nein, viermal. Viermal? Dann hat aber das Internet gelogen. Ja, immer. Viermal ist es nämlich, nicht einmal. Die Amme kommt viermal. Die Amme kommt nämlich viermal. Und jetzt kommt sie aber einmal hier auf die Amme kommt viermal, ist auch ein guter Titel. Steffi Irme nämlich! Steffi, du hast dich mitbekommen, aber ich wollte dich schon seit 10 Minuten auf die Bühne lassen, aber Peter und Ulf wollten nicht. Ich habe das alles mitbekommen. Es ist so schön, dass du da bist. Wir haben es gerade gehört, du hattest die erste Probe heute, der Amme. Wie lief's? Ja, war krass. Ich habe noch Stimme, obwohl es sehr trocken ist. Gute daran ist, ich wollte gerade sagen, ich werde nicht aufs Klo müssen, denn in 2 Stunden kommt man nicht dazu, einen Schluck Wasser zu trinken. Stimmt, was machst du denn, wenn du mal musst? Ich glaube, ich würde es ansagen, ich muss mal. Ohne Mist, ich glaube, das lieben die Leute. Oh. Ja, ich muss jetzt schon ansagen, ich muss was trinken. Ich werde nicht müssen, Fakt. Steffi, ich habe es hinter der Bühne schon zu Peter gesagt, es war so toll bei der Premiere von Romeo und Julia, als die Pause war. Dann hat man sich ja so versammelt und ein Glas Wein getrunken und dann war da schon so klar, boah, die Amme ist wirklich unfassbar. Also was für ein Auftritt. Und dann ging es erst in die zweite Hälfte, wo du noch mehr brilliert hast. Und dann ging es richtig los. Ich habe auch am nächsten Tag die Kritiken dazu gelesen und du bist dann auch explizit rausgepickt worden. Wie war das so für dich, der Tag nach der Premiere? Wie hast du das so wahrgenommen? Der war echt überwältigend. Also da ist eine Welle über mich geschwappt. Mit der ich echt gar nicht gerechnet habe. Und ich habe versucht, hinterherzukommen mit Abarbeiten dieser ganzen Nachrichten und diesen ganzen, ich kann wirklich sagen, tausenden Verlinkungen. Es war krass. Ich habe auch ein paar Mal geheult, weil es einfach wirklich so unrealistisch war, dass das gerade passiert. Wann ist bei euch die Idee gereift, das machen wir? Am Abend schon. Du meinst schon. Die Amme oder? Genau. Weil die Amme, das war wirklich... Warte mal, ich will noch einen Schritt davor vielleicht. Das war, du korrigierst, wenn ich Quatsch erzähle. Und du sowieso, aber da hast du ja keine Scheu. Ich auch nicht. Du hast doch, als wir uns kennengelernt haben, du warst doch die Erste, die vorgesprochen hat. Ja. Ne? Ja. Und das war ganz spooky. Also man muss mal sagen, dass ich glaube, ein Casting vorsprechen oder so, das ist für die Leute, die das Casten absolvieren, ganz schlimm, aber für uns auch ganz schlimm. Es ist wirklich so, weil man stirbt mit, man leidet mit. Außerdem ist es auch so, man muss oder darf oder will zumindest auch zwischen den Zeilen lesen, weil viele haben ja auch so ein Lampenfieber. Und dann und es gibt dann Blender, das haben wir auch gemerkt, die sind richtig gut im Vorspielen und
dann kommt nichts. Wir reden jetzt nicht über Sex, Ulf. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch gerade beim Casting, Ulf. Ich versuche doch immer nur dieses Liebe, Sex, Tod. Also das Thema halt, dass wir da irgendwie... Das nee, und so haben verlieren. Wir uns kennengelernt, weil das Casting war sensationell. Wir haben gesagt, ja, eigentlich sind wir jetzt fertig. Das war beim ersten Chorus. Du hast, das sind die Hormone. Und da haben wir gesagt, okay, das ist sie, ne? Mhm. Und haben irgendwie, ich dachte, hoffentlich kann die spielen, weil du hast angefangen zu singen und das Stimmt. war's. Und ich dachte, hoffentlich kann die spielen, weil das war's. Und die Amme, das war so ein Schnaps. Es ist viel in der Premierennacht passiert bei genau. uns. Zum von einen, Roman und Julia. Ja, also zum einen, um jetzt die Verlinkung irgendwie zu kriegen zu Kudamm 56. 59. 59. 59? Ja. 59. Saßen wir mit Annette zusammen, etwas angetrunken und meinten, ey, wir müssen Steffi reinschreiben. Steffi braucht eine Rolle in 59. Und da ist... Da ist nämlich die Rolle entstanden und es ging immer ewig um den Namen irgendwie. Christa kam von mir und Moser gab es halt schon, ist dann die Christa Moser geworden. Und ich glaube, wir haben dich dann auch zwei Tage später angerufen, oder? Habt ihr gesagt? Ihr seid an dem Abend. Also. Ich bin rausgekommen nach der Premiere und ihr wart wirklich... Total ich glaube, die zweiten oder dritten Menschen, denen ich ja. in die Arme gelaufen bin. Ah. Und es war sofort, Steffi, wir haben ein Attentat auf dich vor. Ach stimmt, ja, ja. Und ich war schon von diesen zwei, drei Personen vorher so maßlos überfordert, dass ich gesagt habe, nicht heute. Behaltet euch das bis morgen, übermorgen, ist mir egal, aber nicht jetzt. Und dann waren sie auch, ja, okay. Also muss man nochmal sagen, ne? wie krass es ist, dass... Ob deiner Leistung ist wirklich eine eigene Rolle für dich in Kudamm 59 geschrieben worden. Das ist ein Applaus wert, finde ich. Ja. Was ich für eine Frechheit halte. Wie hast du... Ja, man darf auch gerne... Warum hast du dich so in das Genre Musical verliebt? Du bist ja wirklich eine Darstellerin aus Leidenschaft. Das fing ganz, ganz, ganz früher an, als ich mit meinen Eltern immer im Urlaub war. Da gab es doch diese Animationssachen, die da passiert sind. Okay. Und ich war zu klein, um zu wissen, dass es diesen Job, den wir jetzt hier gerade machen, dass es den gibt. Als ich also jung war, war ich davon fest überzeugt, ich werde Animateurin, dann kann ich auf die Bühne gehen. Hat geklappt. Ja, aber genau das, so ist es passiert. Und dann, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich gecheckt habe, dass es diesen Beruf einzeln gibt. Ich glaube, recht spät sogar. Und dann habe ich, Elisabeth war mein erstes Stück, was ich gesehen habe. Und da war es dann sowieso, spätestens da war es ganz geschehen. Bei euch war es so, dass Peter eigentlich immer der Musical-Fan war, ne? Und hat nee, da Ulf stimmt dann, nicht. Stimmt nee, nicht? Nee, wir waren eigentlich... Stand im Internet. Na Quatsch. Was? Nein. Dachte ich immer so nee, bei gleichzeitig. Euch gleichzeitig. Ja. Tatsächlich wirklich gleichzeitig. Es ja. gab ja, ich kam ja aus, ich hatte damals, als wir uns kennengelernt hatten, studiert in Braunschweig, die Mauer fiel, Ulf kam. Und dann habt ihr auch noch kennengelernt. Da war ich noch bei der NVA und hab eine Freundin besucht. Und zum Geburtstag und habe mich mit Peter unterhalten. Das war so Liebe auf den ersten Blick. Und wir haben uns wirklich über das ABBA Musical Chess unterhalten. Das war unsere erste Konversation. Und damals hattest du noch eine Freundin. Wir haben über Musical geredet damals. Ne? Ja. Ja. Und dann ging die Liebesgeschichte los. Ja. Naja, aber jetzt geht es ja um Musicals. Ja. Nee, es geht wir haben dann tatsächlich, es gibt das wunderbare Musical Linie 1 und da gab es damals gerade so ein... Das ist toll, ne? Ja. Und das kannte ich ja als Provinzei sozusagen nur aus dem Kino. Und ich habe das wirklich in der NVA, es gab einmal die Woche gab es eine Kinoaufführung und da haben die Linie 1 gebracht in Gotha in der Armee. Also für mich als Pazifist ist es natürlich eigentlich Wahnsinn, ne? Ja, wenn du dir Wahnsinn. Vorstellst, dass die in der NVA ja, ja. Musical zeigen. Aber ich habe das wirklich, echt, ja, da habe ich eine komische Erinnerung dran. Ja. Da habe ich Linie 1 gesehen. Mit einer Frage aus dem Publikum weitermachen. Was war der erste Song, den ihr für Kudamm 59 geschrieben habt und welchen liebt ihr am allermeisten? Das sind ja zwei Fragen, Juli. Ich lese nur, was hier aus dem Internet kommt. Nee, Quatsch, was hier steht. Also, das weiß ich noch, du?
Ich weiß es auch noch. Dann ist es dasselbe? Doch. Auf drei. Ich verspreche dir. Ja, Peter. Ich verspreche dir. Das war vor Halligalli? Ich glaube, ich verspreche dir. Joshi, wir ziehen unseren Joker. Joshi, ja. Bist du rauchen oder sitzt du hier noch? Siehst du, Halligalli, danke, danke. Halligalli, aber ja. Halligalli ist so ein Special-Ding, das, ja. Das werden wir auch gar nicht heute vorspielen. Nein, Halligalli wird die Überraschung werden, die ich jetzt eben hier verraten habe. Ja. Aber wir sind ja unter uns. Ja, es gibt einen Song, der ist eigentlich sozusagen so wie so ein Pre-Op. Das haben wir als erstes geschrieben und dann hast du recht, dann kam Ich verspreche dir. Ja. Ja. Und dann haben wir wirklich chronologisch versucht zu arbeiten. Doch, wir haben chronologisch gearbeitet, ne, Joshi? Durch Romeo und Julia haben wir das gelernt. Ja. Ja, nee, das, wir haben das so, das ging ganz schnell, ne? Und jetzt? Lieblingslied hast du, das war noch genau, was ist unser Lieblingslied? Das ist wirklich ganz schwierig. Das ändert sich immer, also bei mir ist es, ich freue mich am meisten auf den Song Belinda Hochreiter, gesungen von Katharina. Das ist nämlich auch so ein Song, Katharina hat ein Casting bei, Oh, das willst du jetzt auch schon verraten? Greta, natürlich, mein Gott. Das war doch Greta, ganz schnell vergessen dann wieder. Erzähl uns mehr. Greta, wer ist denn Greta? Bei Christa, Moser, also in der Rolle der... Katharina spricht in der Rolle von... Also die Rolle der Belinda Hochreiter vor und singt dann. Und das ist, finde ich, lustig. Das ist schön. Lustig. Stell dir die nächste... Ja. Ja. Die nächste Frage... Oh, jetzt war ich auch ganz aufgeregt. Echt jetzt? Naja, ich, bei mir wechselt es immer. Ich bin ja total opportun. Und ich liebe auch die lustigen Lieder sozusagen, wie Hotel am Wolfgangsee und so. Weil es ist halt immer so, also lustige Lieder zu schreiben... Schwer. Ist wirklich schwer. Und ach so, haben wir dafür Zeit, Herr Moderator? Ja, okay. Klar. Es ist ja so, bei Kudamm 59 ist ja das Ding, das spielt ja... wir mussten also... Du kannst ja nicht absichtlich sagen, wir schreiben jetzt schlechte Lieder. Das ist ja ganz blöd, das will ja keiner hören. Wir mussten aber Volksmusiklieder schreiben oder für dieses schreckliche Heimatfilm Lieder schreiben. Und das hat so einen Spaß gemacht. Also ich hoffe so sehr, dass die euch nachher gefallen, weil die sind völlig gaga. Ja. Und, deswegen, also Hotel am Wolfgangsee, das liebe ich auch sehr. Aber wollt ihr mal so Ballermann-Songs schreiben? Nein, auf keinen Fall. Nein. Doch, wir haben Ballermann-Hit. Es sei denn, du singst sie. Wir haben einen Ballermann-Hit, und zwar Mädchen auf dem Pferd. Das war richtig ein Ballermann-Hit. Stimmt, Nummer 1 im letzten Jahr. Ja. Die Schöpfer. Und das haben wir ernst genommen damals, als wir es geschrieben haben. Ja, haben wir auch nicht ernst genommen, ne? Mädchen auf dem Pferd. Was denn, Ulf, du redest dich immer im Kopf und Kragen. Ne? Was hast du überhaupt für ein T-Shirt an? Na, ich habe doch gesagt, ich bin die Verona Poth bei uns und das ist das Merchandise, das Neue. Steffel, ist eine Frage, ich glaube an uns beide, aber ich stelle sie einfach dir. Mhm. Rückblickend, was waren für dich bis jetzt jeweils das herausforderndste und das lustigste Erlebnis in der Zusammenarbeit mit Peter und Ulf? Das finde ich toll. Jetzt aber ist er ehrlich. Bring it on. Die Verträge sind unterschrieben, es kann nichts passieren. Ja, ich weiß. Nee, aber das ist halt echt schwer. Was sagst du, das Herausforderndste und? Lustigste. Lustigste. Gelacht wird bei uns nicht. Das Lustigste. Ich glaube, das Lustigste war, als wir telefoniert haben, über die Amme gesprochen haben und sie gesagt haben, Steffi, wir machen eine Soloshow mit dir. So habe ich aufgelegt. Ja, ja. Das Herausforderndste, das Telefonat, als sie angerufen haben und gesagt haben, Steffi, wir machen eine Soloshow mit dir. Jetzt sind wir irgendwie durch die Berge gefahren oder sowas, ne? Ich weiß noch irgendwie. Schöne Berge. Berge. Ja. Das kommt später. Das war jetzt ein Zitat für gleich. Ich bin schon ganz aufgeregt. Und du, antwortest du auch auf diese Frage? Ja, muss. Das würde mich sehr interessieren. Ich finde es manchmal herausfordernd, Ulfs Stimmung zu lesen, wenn ich zur Tür reinkomme. Ja, du denkst immer, hast du ein Problem? Oder heute hast du auch gesagt, Ulf, bist du schlecht drauf? Oder habe ich was falsch gemacht? Ja, aber ich, wie so ein Labrador, 3 Minuten so vor dir stand, um dich zu umarmen und du hast mich einfach nicht zurückumarmt.
Ich habe aber erklärt, ja? Nein, ich habe erklärt, wenn ich aufgeregt bin, ist meine Empathie noch geringer als sonst. Und der ist sehr oft Radius aufgeregt. Ganz eng. Ja. Nein, aber ansonsten ist es wirklich ein totales Vergnügen. Ich meine, an einem Abend wie heute, den haben wir euch beiden zu verdanken. Und das ist das Allerschönste. Vielleicht nochmal einen Applaus für die beiden. Noch. Oder? Absolut. Im Podcast sagen wir immer, wir biegen jetzt ein in die letzten Echt, Runden. War das jetzt schon so lange? Eine halbe Stunde. Halbe Stunde, ja. Ja. Es hieß, dann allmählich geht es ja auch Richtung Soundtrack. Jetzt wollen wir aber noch mal einmal auf Gudam 59 schauen. Ist es Darf ich auch mal eine Frage vorlesen? Ja, unbedingt. Das sind nicht meine Fragen. Mal gucken, ob ich das ohne Lesebrille schaffe. Deswegen sind die überhaupt so groß. Ich kann es auch für dich vorlesen ansonsten. Wieso? Keine Ahnung. Die TV-Folgen von Kudamm 56 sind ja sehr optimistisch, dynamisch und enthusiastisch. Dagegen ist 59 sehr bedrückend. Viele Herausforderungen tun sich auf. Wie gelingt es, dies denn noch lebendig auf die Bühne zu bringen, ohne dass die Zuschauenden in eine Depression verfallen? Naja, durch die Volksmusik da, ne? Es gelingt nicht. Ey, aber Respekt an unsere Zuhörenden. Was für eine explizite Frage. Ja. Also ja, da Wahnsinn. Hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Komm, wir machen noch eine. Aber ganz ehrlich, es wird lustiger. Also ja, es wird viel lustiger. Es ist ja auch in jeder, ich meine, wir leben ja alle zusammen gerade auch in etwas schwierigen Zeiten und trotzdem ist es so, nützt ja nichts, ne? Also man muss, es ist schon wichtig, also das ist natürlich wahnsinnig toll geschrieben, 59, und aber dadurch, dass Annette das Libretto. Das Libretto. Dadurch, dass Annette sich auch ständig mit uns da auseinandersetzt und so, also da sind Dialoge drin, also wir sind weggebrochen vor Lachen. Und nee, wir haben auch, ich glaube, das war auch für Annette, die Erfahrung im 56 sich anzuschauen und dann zu sehen, wenn die Menschen lachen, das ist eigentlich viel härter, die Menschen zum Lachen zu bringen, als zum Weinen. Und wir haben gesagt, nee, die Witzdichte muss höher sein, ja, diesmal. Mein Lieblingswitz ist, es gibt auch Ziegen mit drei Köpfen. Ja. Was? Nein, das, du warst ja bei 6 und du hast dieses... Doch. Ja. Und es war ein Witz da drin? Na, mit zwei Köpfen und jetzt bei 59. Also. Nein, ja, Leute, also. Um 56 ist, wann war der Gott sei Dank schreibt Peter nicht die Witze. 3 Jahren. Der wird jetzt nicht mal jede Line im Kopf. Okay. Ganz dünnes Eis hier, Juli. Ganz dünnes Eis. Scheiße. Nein, aber es wird lustiger. Ich glaube, es wird lustiger. Wir sind ja jetzt ganz am Anfang. Also das muss man auch erst mal sehen. Steffi muss das dann immer rausreißen. Wenn es zu depressiv wird, dann kommst du auf die Bühne. Ich gebe mir Mühe. Ja. Wird es wieder Easter Eggs im Musical geben? Was sind Easter Eggs? Also so... Also ich kann es mir übersetzen, aber in dem Kontext? Naja, in den, also eigentlich so Hidden Jokes, ne, würde ich sagen. Oder? Also ich habe die Frage echt nicht verstanden. Ich war ja mal blond. Wird es wieder Easter Eggs im Musical geben? Fräulein Sommer, die mittanzt, Herr Plate, so. Der auf die Schritte... Danke. Immer weiterlesen. Frage, ist auch für Bildleser interessant. Immer nicht neben der Schlagzeile weiterlesen. Aber ganz ehrlich... Nee, zum Glück nicht. Ich finde, es ist auch ausgelutscht. Ja, wo wir wieder bei doppeldeutig wären. Das war Kabis von dir, das habe ich jetzt gar nicht mehr deutlich gemeint. So, gute Frage für alle, die jetzt auch hier sind. Kann man Kudamm 59 gucken, wenn man Kudamm 56 nicht gesehen hat? Ja. Wie macht ihr das eigentlich? Weil Kudamm 59 war ja als ZDF-Serie ein Dreiteiler sehr erfolgreich. Habt ihr da einen Teil euch rausgenommen oder ist das so eine Zusammenfassung von allen drei Teilen? Look it up. Nein, das ist natürlich ein Extrakt aus den drei Teilen, aber das war, glaube ich, auch die größte Herausforderung für Annette, das so einzustampfen, dass es Sinn macht, dass es irgendwie
ja, Sinn macht. Und habt ihr da in dem Schaffungsprozess irgendein Wörtchen mitzureden? Was ist Libretto? Auch so ein geiles Wort, was ich nur durch euch kenne. Das kann ich richtig angeben mit Libretto. Ich dachte vorher, das ist so ein Schmetterling, der rumfliegen kann und stechen kann. Aber hast du den Libretto gesehen? Also habt ihr da Mitspracherecht? Oder was? Schreibt ihr das? Sie gibt es euch und ihr macht dann die Musik. Wie läuft das? Ich würde mal sagen, weder noch. Ich finde, das Tolle ist eigentlich, das fing mit Detlef Buck tatsächlich an, als bei Bibi und Tina. Und dann hatten wir auch ganz Erlebnisse der anderen Art. Es ist am schönsten immer, wenn man sich gegenseitig respektiert. Und Musical ist von vorne bis hinten Teamwork. Ja. Und dann eigentlich jeder bleibt zu 80% in seinem Bereich. Das, also mit Annette, das ist immer total problemlos. Ja. Also wir machen unseren Job, sie macht ihren. Und die Leute denken immer, wir sitzen so 4 Monate zusammen jeden Tag und so. Nee, wenn wir uns sehen, reden wir über Sex. Mhm. Und das ist wirklich wahr. Ne? Wie Ulf mit dem Kopf nickt. Ja. Also wir reden eigentlich wirklich, wir treffen uns zum Arbeiten und reden 3 Minuten über die Arbeit und dann... Es stimmt, ich war im Studio und habe einen Song aufgenommen, sie hat angerufen und es ging sofort darum. Aber ich glaube, das ist das, was es auch ausmacht. Und man vertraut sich, das ist so wie mit Christoph und Jonathan. Also Christoph ist der wunderbare Regisseur, Jonathan der Choreograf. Und das ist so, wenn ich jetzt anfange, dem Choreografen zu erklären, wie man tanzt, dann müsste man mich einweisen lassen. Steffi, für dich ist es ja auch toll, oder? Wenn du dann zum allerersten Mal die Songs bekommst, die du dann auch einsingen darfst und dann auch auf der Bühne singen darfst. Wie war das jetzt zum ersten Mal bei Kudamm 59? Wie war die Aufregung und wie weit wurde sie übertroffen? Volle Pulle. Auch also eine Subjektivfrage sagen. Ne? Nein. Ich weiß noch, ich war definitiv noch aufgeregter und ich fand es noch geiler als bei Romeo und Julia. Ich finde, der Song ist grandios. Also wirklich, ich habe mich welcher richtig jetzt, Showbetrieb oder Showbetrieb. Aber euer Duett? Aber das ganz Duett ehrlich, auch, das kennen die Leute ja noch nicht. Nee, das aber gleich, nicht. Gleich. Oh Gott, das ist erzähl heftig. Mal vom Duett, weil das war echt lustig. Ja, das Duett war super geil. Wir haben uns, im Tonstudio gibt es ja immer so eine Scheibe und wir haben uns einer davor, einer dahinter gestellt und haben uns dadurch ansingen können. Als ich das erste Mal gehört habe, war es auch ein bisschen seltsam, weil es ist natürlich ein krasses Lied. Mhm. Es ist halt kein Jochai-Lied. Warum ist das krass? Ja, ich liebe, also wenn es Ulf ist halt diese, man kann auch einfach naja, sagen... Ich überlege jetzt gerade die richtigen Worte. Also es ist halt ein heikles Thema, humoristisch verpackt, ne, würde ich sagen. Ihr habt halt beide, Katharina und die Christa, ihr habt beide eine braune Gesinnung. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, es ist einfach ein super brauner Song. Ja, und ganz schlimm. Aber man kann, ist leider ich finde halt eben einfach, weil das so... Musical Star, weil, super nee, aber, brauner nee, weil Song. Braun ja. Halt, nein, so braune Gesinnung, verpackt. Sowas Schlimmes ist, muss man, also haben wir halt, man muss es auch mal mit Humor enttabuisieren. Nicht, dass es irgendwie immer so, oh, die Bösen und das ist alles so. Wir wollen das eigentlich so richtig mit den Humorstiefel treten irgendwie. Und das ist... ich meine, das klingt ja schon in 56 an, ne? Also bei Katharina, wenn sie von früher singt oder ihre komischen, und sie findet halt eben jemand, der auch so drauf ist. Man muss dazu sagen, 59 war Deutschland wirklich noch richtig braun durchsetzt. Und das Schlimme ist, die Aktualität... Und wir müssen aufpassen, dass es sich nicht wiederholt. Ja, deswegen ist richtig. Es nämlich einfach wirklich so, ja. Absolut. Und wenn man dann so einen Song bekommt, ist es echt kurz krass. Ja. Also das erste Mal zu singen, da hat man sich auch echt schlecht gefühlt. Ja. Es ist wirklich so. Man musste sich kurz dran gewöhnen, dass man das jetzt macht und dass das auch nichts mit dir zu tun hat. Genau, es ist halt die Rolle dann. Ja, und dann hat es trotzdem irgendwann Spaß gemacht, aber natürlich, weil der Song auch so Passagen hat, wie er hat. Das macht dann dadurch auch. Aber das ist ja das Krasse irgendwie. Ich meine, Leni Riefenstahls Arbeiten waren ja auch sehr ansprechend auf eine Art, auf eine perverse Art. Und man muss da gar nicht so. Das ist so ein bisschen so. Also die Hitlers Idee, ne? Filmerin, ne? War das? Genau. Und das ist so. Bisschen ist Steffi so, geht in so eine Richtung. Naja, die Rolle. Ich rede es nicht Steffi, um Gottes Willen. Ja, Christa Moser. Und.
Katharina war halt riesen Fan von dir. Ja. Und das ist so die Idee, aber das wird ja am 5. Mai dann, mehr will ich jetzt nicht spoilern. Und ich glaube, was wir jetzt auch machen, ist wahnsinnig unbefriedigend, wie wenn man so richtig viel Hunger hat und man ist so beim Franzosen, aber das Essen kommt einfach nicht. Kennst du das? Ich kenne das, nur zu gut. Ja. Weil ich denke mir immer, nein, das ist egal. Aber jetzt wollen wir mal allmählich zum Sprechen kommen und hören, vor allen Dingen, warum wir ja auch hier sind. Ihr habt das schon so angesprochen, die ganzen tollen Songs, die aus eurer Feder kommen und jetzt zum allerersten Mal am breiten Publikum vorgespielt werden, nämlich euch. Das machen wir gleich. Der war fies. Vorher gibt es nämlich Marcella eine kleine Pause. Marcella singt jetzt noch mal ein bisschen. Ja. Mein Mikrofon geht nicht. Nimm meins. Hallo. Ja. Nein, da hast du schon reingespuckt. Das ist wahr. Es war ein wunderschönes Gespräch. Wir haben Tränen gelacht da hinten in der Ecke. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der ersten Live-Folge von Liebe, Sex, Tod mit Steffi Irmen.